So, weiter geht's in Genshin. Mein Intel ist ja da. Yay. Und ich wurde auf der Insel hier gespawnt. Jetzt geht das wieder los. Das Rätsel checken. Wait. Die hatte ich doch schon gesynkt. G3 hat der auch. Okay, Moment. Rechts sind 3 und links ist 1. Ach, okay, Moment. Da hätte es wohl irgendwann gehabt, oder? Moment. 3. Hier sind 2. Das ist genau verkehrt herum. Was soll ich machen? Solidify. Was zum... Wieso kam ich nicht hoch genug? Ja, die sagen nie, bist du zu fett oder was? Warte. Muss soll ich mal wegmachen? So. Links sind 3, rechts sind 2. Könnte jetzt problematisch werden. Zwei. So, 3 links und einer rechts. 3 links, einer rechts. Ne, 3 rechts, einer links, so. Auf der Seite müssen 3 sein, auf der anderen Seite müssen einer sein. Kann sein, dass ich die Gegenüber parallel anordnen muss, damit es funktioniert. 3, 1. Okay, genau andersrum. Links muss 1 und rechts muss dementsprechend. Okay, das wird nichts. So. Bei der linken Seite 1 und auf der anderen Seite 3. Die sind manchmal echt glitschig, die Dinger hier. Merke ich. So ein bisschen blöd. So. 1, 1. 2. Jetzt sind die auf 3. Hä? Oh, come on. Ist das nervig. Sind die beide auf 3? Wechseln die hier hinten dann auch die Dinger? Ja. Oh Gott, ist das ekelhaft. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2 links. Zwei, eins. Das ist. Alter, das ist das benutzte Rätsel auf der ganzen Insel wahrscheinlich. Also auf den ganzen Inseln. Eieieiei. Eins, drei. Einer links, drei rechts. Was habe ich jetzt? Einer links, drei rechts. Einer links, da müssen jetzt zwei links sein. Einer, Moment. Jetzt muss ich meinen Notizblock hier nutzen. Jetzt einer links ist, drei rechts. Und drei hier oben. Und zwei hier. Wenn ich davon ausgehe, dass die sich über. Ja, geradeaus, also nebeneinander und nicht über Kreuz gehen. So, dann wird der zu 1, dann wird der zu 2, der wird zu 3.
Wenn ich den hätte mit der zu 2 und der zu 1. Der zu 3. 3 und 3, 2 und 1. So. Geht den jetzt auf mal. Jetzt ist der eine 1 geworden, ja. Und der ist jetzt zu 3 geworden. So, 1. Jetzt sind die beiden im Zünk. So, jetzt müssen die beiden bei der 1 sein. Ist er auf 1. Der andere ist. Der andere muss ja auf 2 jetzt dann hoch sein. Osmanthus wine tastes the same as I remember. Wenn der jetzt 3 ist, dann ist der jetzt auf 1. Und der ist auch auf 1. So. Jetzt auf 3. Hier auf 2. Nee. Moment. Neuer Zettel. Das muss ich auf Papier machen. So, ich habe jetzt hier in der Ecke 3. Da habe ich 2. Moment. Ist das behindert? Gut, dass ich im Block liegen habe. So. Jetzt hier auch 3 und hier habe ich 1. Violet grass is a plant that enjoys a moist environment and is best picked after it rains. If you should choose to pick any, der zu 2 und der wird zu 1. Der wird zu 3. So. 2. 1. Und jetzt gehe ich gucken direkt, damit ich weiß, ob das auch so funktioniert, wie ich es mir denke. Ja, das funktioniert, wie ich es bedenke. Weil jetzt ist der nämlich zu 3 geworden. Okay. 3, 3, 1. So. Jetzt den hier an den angleichen will. Da muss ich jetzt einmal den schlagen. Das ist jetzt nämlich eine 1 geworden. 1. Eins. 3. Ja, und jetzt müsste ich mich den hier. Der ist eine 1. Der ist eine 1, da unten ist eine 1. 2. 3. Okay. Alter, ist das. Okay. Der muss mal erst drauf kommen, dass man ich jetzt über die ganze Distanz das machen muss. Es ist ekelhaft. Und dabei gab es nur eine Kiste. Ich meine, ja, das Rätsel ist simpel, aber es ist unnötig kompliziert gemacht. Eieieiei. Ich habe jetzt 2 Blätter meines Notizblocks dafür verschwendet. Für ein ganz paar Zahlen nur. Wow. So. Jetzt gerade ich hier unten bin. Stabilize. Komm her. Ich glaube, ich muss da mal ganz kurz reingucken im Video, was die beste, sinnvollste hier ist. Also Reihenfolge. Irgendwie, ich komme da nicht drauf klar. Deine Chain ist halt so ein bisschen. Ha, keine Ahnung. Chain ist nicht ganz so geil von ihm eigentlich. Okay, gut, ich muss sagen, jetzt mit dem Buff vielleicht ein bisschen besser. Hm. Ja, gut, okay. Ja, ja, war schon. So. Gib die Items. Na, na, na. War ich auf der komischen Insel? Da sind Erze markiert, dann war ich da. Was ist das für ein Ding? Eine Missionsherausforderung, oder? Shouldn't let your guard down.
Würde mal gerne wissen, wann ich die Fische getroffen habe, aber egal. Ja, okay, muss sagen, der Cooldown ist fürs normale Fighten in der Umgebung, ist der Cooldown vollkommen egal. Für ihn. Der passt ja nicht immer. Herausforderung. Okay. Dieses Ding habe ich doch noch nicht gemacht gehabt. Ah, warte mal. Ah ja, gut, jetzt gehe ich ja schon hier außen rum. Okay. Also und da habe ich einen Elektro-Coolien verfolgt. Wann war ich auf dieser Insel? Wann war ich auf der Insel da hinten? War ich da überhaupt schon? Okay, habe ich definitiv irgendwas gemacht, aber was habe ich gemacht? Das ist auf jeden Fall lange noch her, weil das Erz aus dem respawnt. Was zum? Was hab ich denn jetzt gepusht? Stabilize. War ich nicht gerade eben erst auf dieser Insel? Ach, deswegen hab ich mir die. Ah, okay, wegen 4 Erzen insgesamt, okay. Dann lohnt es sich ja doch auf diese Insel zu gehen. Solidify! Ich glaube, da war gerade ein Flieger auf meinen Arm. Ah, da war ich doch schon auf der Insel. Ich erinnere mich, ja, okay. War ich da nicht gerade eben erst? Ach so, doch. Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich war heute Abend erst auf dieser Insel. Hier war ich doch erst gerade eben. Hier sind die Ärzte gespawnt innerhalb von einem Tag. Oder haben die spezielle Tage, wo die respawnen? Nicht alle 3 Tage, sondern einfach irgendwie zu speziellen Tagen. Macht aber keinen Sinn, weil ich habe den gleichen Tag. Oder habe ich die gerade. Hä? Langsam werde ich bekloppt, okay. No time to lose. Gut zu wissen. Also das war so eine Mission. Schlüsselseite von Geschichten aus der Toki Castle. Okay. Wo ist der jetzt schon wieder hin? Der macht schon wieder einen auf, will escapen. One with nature. Hopp. Ja, ich hab gesehen, dass du hochgeflogen bist. Into the wind. Zack. Ich überlege gerade, geht Kazuas oder Ventis Skill höher? One with nature. Wäre interessant zu wissen, wer höher geht. Achso, da drüben, okay. Wer da unten sind die? Stimmt, hier unten war ja so viel Fatui. Holy. Nein, nein, nein. Ihr bleibt hier oben. Danke. Oh Gott. Das fehlt mir jetzt noch, dass ihr jetzt noch runterfallt. Jetzt gerade eh hier bin. Ach, mein Buff ist schon wieder ausgelaufen. Sehe ich gerade so spontan. Und hier ist eine random Kiste. Okay. Keine Kisten gibt's kostenlos. Merk schon. Ja, halt da. Ja, gut. Rust ist halt seine Top 4-Star Weapon. Ein bisschen, aber hat halt auch einen Nachteil dadurch. Die Charge Attacks sind halt dann schwächer. Dass die Combo eigentlich blödsinnig macht, dass ich Strong Attacks dazwischen nutzen muss. Moment, ich will mal ganz kurz googeln. Childe Combo with Rust. Best Combo using Rust. Childe mains. This says that the best combo of Child is 3 times auto attacks and charge and repeat instead of just auto attacking. But since using Rust, your normal attacks have significant extra damage and your charge less damage. Auto attack damage will be a rise using Rust. Someone in Discord says that 3 times AA charge is still best even with R5 Rust, but I can't find the numbers anywhere. Okay. Let's use blah 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 blah. Tech combo with a run rust. Schalte charge tech combo, C1 schalte or rust. Best DPS rotations for schalte.
What I hear so often others, AAA charge is the best, and A charge if you are using. For as Wanderer's troop, extreme stamina consumption can't be counted it for high floor abyss. Ja, macht Sinn. Wir haben current and max stamina levels, 4A. Autos charge on a region over consumption. 3A charge stamina neutral. 2A charge from stamina region under consumption. Also, okay, ja gut. Deswegen. After the fourth bow auto attack, you low end lag, meaning you can't just walk, cancel the AA sequence of the fourth AA. Start from the first. For bow, you can 2A and press R twice. Max DPS. Hm? Elements, when they finally get Baal. So long, Princessin, what? Okay. Just with me switch out my Arturas for the new Resistant Hand from Battle Pass since I've been using Rust this whole time. I'm pretty sure Charge Attack is still the most optimal DPS for Child with Rust, but the combo is the normal one charge usually. Ja, yeah, das ist das Problem. Müsste ich mal allgemein vielleicht mal so ein bisschen raus. Also rein gefühlstechnisch. Ich weiß ungefähr, wann ich es machen muss. So. Jetzt sind wir noch auf Cooldown. Boah. Jetzt bin ich aber gerade hier. Jetzt komm, jetzt mache ich auch noch das Ding hier zu Ende. Da unten liegt so ein Zettel rum. Weil ich bin gerade oben, deswegen bleibe ich jetzt gerade oben. Wobei es jetzt auch nicht hier so schlimm ist, weil hier habe ich den Teleportpunkt oben, um wieder runterzukommen. Oh nein! Ich erinnere mich gerade. Dieses Böse, dass der hier ist. Ich erinnere mich, dass ich ihn ignoriert habe beim letzten Mal. So. Eins, zwei, drei. Nee, Moment. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay. Wenn ich auf die Audio-Cue achte. Okay, zweimal dieses Slash Slash quasi. Weil das quasi zweimal zwei kleine Autos sind. Sehe ich das richtig? Deswegen, okay. Sinn verstanden, trotzdem nervig. Wow. Oh mein Gott. Die sind auch schon wieder alle da. Wirklich? Ich habe von hier aus nicht alle erwischt. Wow. Warum kann man das nicht mit einem normalen Geoproc machen? Warum muss ich dafür diesen Charge nehmen? Es dauert zu lange immer, bis der wieder voll ist. Sorry, kleines Tierchen. Wow, nein, 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 hoch, hoch, hoch. Also, wie sieht's hier aus? Ich glaube, hier sieht's gut aus. Ja. Die Ecke sollte fertig sein. Komm, verpiss dich, Fliege. Keiner mag dich. Gibt es irgendwelche Tiere, die fliegen mögen? Ich glaube nicht. Ja, genau, hier war das Rätsel. Nervige Rätsel, so ein bisschen. Wait. Okay, hier über mir oder unter mir ist noch was. Über mir, unter mir muss was sein. Moment. Stabilize. Moment. Ist hier vielleicht noch ein Eingang? Hier irgendwas übersehen. Stabilize. I'll protect us. The inside. Wow. Okay.
Ja, wenn ich auf ihn gucke, dann kriege ich die Kombo hin. Ah, gut. Ich brauche halt 20 Sekunden dann, um das aufzubrauchen. Okay. Ja gut, ist Stamina neutral. Okay. Highest DPS bei Kicking ist halt Basic gedrückt halten. Ist vor allem eine einfache Kombo, muss man sagen, bei Kicking. Er ist ein bisschen komplizierter. Aber wenn er echt noch echt den Crit-Bogen bekommen sollte, den Crit-Schadenbogen. Ah. Ist schon ganz nice. So, ich geh jetzt erstmal von hier erstmal gucken. Von außen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich irgendwas noch nicht gesehen habe. Hier zum Beispiel. Alter, diese Fliege. Ich meine, zumindest setzt sie sich jetzt auf mich rauf und nicht auf den Rest hier im Zimmer. Aber egal, also auf die Monitore. Vor allem. Zack. Moment. Vielleicht krieg ich's ja platt gehauen. Au! Ich glaube, ich hab's nur gestreift. Also definitiv tot ist sie definitiv nicht. Also überlebt hat's das. Au, jetzt mein Arm weh. Nee, hier sind solche ekelhaften Viecher. Und hier ist eine Lampe. Warum ist hier eine Lampe mitten im Nichts? Dann wäre was, was mich jetzt echt du. Solidify. Ich glaube, Kaso ist für die Viecher ganz praktisch. Mhm. Okay. Ich glaube, das war die einfachste Elektroselie, die ich überhaupt jetzt gesehen habe hier in dem Spiel bisher. In der Region. Ah, da geht aber das. Da war das Ding. Aha. Da ist voll voll. Gib sie. Time to go. The wind knows me. Wie komme ich da unten hin? Ist noch eine Art Tempel? Also eine Ingame. So eine Minisphäre, die halt Geld gibt. Da habe ich immer noch im Mondstadt übrigens diese komischen Tutorial-Dinger immer noch rumliegen. Die Kasse. Mittlerweile müsst ihr doch diese Toki-Kasse-Bücher auch voll haben, oder? Also diese Seiten. Sehe hier keinen Eingang. Das muss aber hier eigentlich irgendwo sein. Das ist doch von der anderen Seite. Hier ist auch ein Ich. Let the show be. Gather. So, nein, er ist nicht tot. Bleib stehen. Komm her. One with nature. So. Time to go. Er generiert aber eine ganze Menge Partikel, kann das sein? Okay, genau. Mit Bögen, mit einem Bogen drauf schießen wir auch, okay. Das war die Sniper-Mission, okay. Von hier unten ist kein Eingang. I'll protect us. Unten ist definitiv kein Eingang. Huh? Ich muss mal ganz recht behaupten. Jetzt auch mal außen rum hier. Also, nee, von innen rum halt. Vielleicht ist ja hier was zu sehen. Jetzt bin ich halt hier nur lang gegangen. Oben vielleicht ein Eingangsbereich. Let the show begin. Gather! Into the wind! Ja gut, er ist schwach gegen das Element. Ich wollte gerade sagen, irgendwie. Das ging schön schnell. Nee, hier ist nichts. Gather! One with nature. Kann ich dich nicht eigentlich jetzt einfach ganz blöd ins Wasser kicken? Nee, noch nicht. Hm. Ich würde halt gerne unten in der Buff-Leiste gerne Symbole haben, für wann welcher Buff auch aktiv ist. Kann man das nachvollziehen? Dass man halt
Es würde es halt einfacher machen, die Cooldown-Timer von Child im Blick zu haben. Oder von allen, die passiven Fähigkeiten. Dich kann ich immer ins Wasser kicken. Solidify! Into the wind! Tidal wave! Bring it on! Gut, ich kann dich auch so killen, das ist natürlich auch eine Option. Das funktioniert so nicht. Da ist nichts. Es muss ja eigentlich von innen sein dann. Was übersehe ich hier? Das ist so ein Baum. Hat das mit dem Baum zu tun? Nee. So. Hier war der Geokuli, der Elektrokuli halt. Diege, verpiss dich. Das war halt nur das. Unten waren keine Eingänge. Da ist auch nichts. Auch nichts. Oh, the fuck? Da, Moment. Nee. Auf Fliege verpiss dich an meinem Finger. Von meinem Finger. Ich check das nicht. Wie soll man da hinkommen? Da ist ein Elektrokuli angeblich. No time to lose. Hier ist halt das Ding. Ja. Kommt man da vielleicht mit einer Nebenquest hin? Oder man kommt dahin mit der Quest hier um das Gebiet. Das kann natürlich auch sein. Aber hier, ja, nee. Das ist schon wieder zu weit weg. Oh, richtig schön hier Wind geweht. Mit Soundeffekten und so. War auch mal schön. The wind knows. So. Müsste auf dieser Ebene sonst sein. Aber hier ist nichts. Ist da oben irgendwas versteckt? Das ist halt nur das Elektro-Ding, aber für was soll das gut sein? Für eine Insel kurz kommen, beziehungsweise um das hier zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass da Vorsprünge noch irgendwie keinen Eingang haben. Aber so will ich auch irgendwie nicht. Ah, das wird eh nichts. Moment. Das ist auch schon wieder viel zu weit weg eigentlich, da oben drauf. Schon jetzt weit oben, weit weg. So. Da ist ein Baum. Da sind Dinger. Da sind Büsche. Muss ja eigentlich eher hier sein. So, und sieht brüchig halt aus, so ein bisschen. Kommt man da rein? Das soll nichts zu tun. Oder das hat auch mit der Hütte zu tun, dass man in der Hütte irgendwie nach unten kommt. Und die Fliege jetzt eigentlich klatschen, Moment.
Ich glaube, ich habe es wieder halb getroffen. Ja. Doch, habe ich in der Hütte den Eingang übersehen? Doch. Das wäre die einzige Sache, die mir jetzt noch einfällt, die Sinn machen würde. Dass in der Hütte da oben ein versteckter Eingang nach unten ist. Aber. Nee, nicht wirklich. One with nature. Untersuchen? Was? Geplündert, alt, Notizen, bla. Vielleicht gehe ich zu weit, aber ich denke, dass Naga Mastersturm besser wird, wenn er Klingen schmiedet. Das scheint den Fleck des Namens Mikoshi zu reinigen, ist eine Auszehrung der eigenen Seele. Außerdem deckte Katsuragi einen namenlosen Exzentriker, der. Nee, das hab ich schon gelesen. Into the wind. Jetzt habe ich gelöst. Da ist die Quelle gewesen dafür. Da ist kein Eingang. Verstehe es nicht. Ich sehe nichts. Moment. Die Lampe ist gerade ausgegangen. Warum? Solidify. One with nature. Ach, friss Pfeile. Okay. Was ist, wenn ich so mal mache? Hier sind nämlich auch Sachen. Es ist wie mit dem Gebiet da hinten, auf dem Meer, im Norden. Soll ein Teleportpunkt sein, aber da ist nichts. Kommt da erst noch was, oder was? Kyo hat's nichts zu tun. Muss ich da Elektro hinbringen? So, hier ist dann wieder das. Ich check's nicht. Okay. Was habe ich eigentlich jetzt in dem Park gemacht? Ich habe das, also das habe ich definitiv abgesucht. Okay, Pavillon. Dieses prächtige Herrenhaus wurde von einem Herrenhaus. Unterricht schloss der Schrifttreue. Ich wollte so nach. Aber wie soll ich da denn reinkommen? Ich sehe es nicht. Ich sehe es wirklich nicht. Von der anderen Seite gibt es keinen Weg, von da gibt es keinen Weg, also von oben gibt es keinen Weg. Von der Wandseite gibt es auch keinen Weg. Gibt es von hier ganz oben einen Weg rein? Das ist jetzt eine gute Frage. Gibt es von ganz oben einen Weg rein? Von ganz oben einen Weg. In der Sphäre zum Beispiel. Moment. So. Ist hier vielleicht ein Loch drin im Boden? Achso, da kam ich nämlich gar nicht rein. Wieso komme ich da aber nicht rein? Ist das so toll, das versteckt? Ist ja auch Ende vom Weg eigentlich. Ganz unten habe ich auch geguckt.
gibt's nichts. Hängen wir auch nicht so weit weg, oder? Hier ist nichts. Okay, ich gib's auf. Ich gib's auf, den Eingang dafür zu finden. Gut, aber dann hätte ich den diese Insel komplett fertig. Ja, hier müssen halt die Leute zum Reden noch. Ich glaube, dass ich da auch weitestgehend mit Suchen fertig bin. Ich weiß ja, wo noch da eine Elektrokuli-Dingens ist. Ach, Geo, doch, nee, doch, Elektrokuli war's. Das heißt, die Insel hier bleibt eh noch. Also da ist eine Quest. Irgendwie, da ist eine Quest und da ist eine Quest. Ich würde halt auch erstmal dann hier den oberen Bereich erkunden gehen. Dann würde ich mich um dieses Mittelinsel-Ding kümmern. Dann alles nördlich der Schlangenteile hier. Vielleicht hier unten das südliche Ding. Und die Ecke hier gegen Ende halt. Dass ich das dann nicht erlöse, es wundert mich. Was ist denn da? Oder bevor ich jetzt dahin gehe, gehe ich mal hier hin. Na komm. Und guck jetzt die Insel noch an. Wie gesagt, das meiste sollte ich da gemacht haben. Aber wer weiß. Let's dance. Etwa der Baum. Genau. Alleine hier ist schon wieder was ich nicht gemacht habe. Doch. Und wo ging es hier hin? Habe ich das doch nicht gemacht? Hier ist auf jeden Fall noch ein Serienort. Ach doch, das ist das hier. Doch, hier war ich. Und das hier war, keine Ahnung, Schlaraffenland für drei Erze. Vier Erze, okay. Fünf Erze sogar mindestens. Also fünf Einzelerze. Wie noch mal das Grab da schon ist. Ja gut, die bleiben aber halt nicht dicht. Jetzt sind der Weg hier unten durch. Quasi. Piu piu und. Okay. Ich kann natürlich ihn auch so fighten lassen. Theoretisch kann ich ihn auch so fighten lassen wie Keking. Theoretisch. Ist halt dann definitiv, also drei Auto-Attacks sind neutral, vier sind positiv und zwei bzw. einer sind dementsprechend also negative Konsumierung. Das ist die Frage, was ich halt eher dann machen wollen würde. Habe ich das Rätsel da oben gemacht oder gehört das dazu, was ich gerade gesehen hatte? Das gehört dazu. Uju-Feldlager. Da war ich. Gehört das noch dazu? Moment. Time to go. Ja, das gehört noch dazu. Okay. Time to go. Das ist deine Ecke. Da ist so eine so ein Schriftstück ist da. Moment. Dritte Seite von Geschichten aus der Tokikasa, Teil 1. Mhm. So. Ich sehe gerade, ich habe 39 Minuten. Dann würde ich sagen, bleiben wir mal hier im Menü und ich mache mal hier einen Cut dann. Und dann gucke ich gleich hier weiter und dann gehen wir irgendwie mal zu. Wir gehen noch irgendwie eine Nebenquest machen. Ich meine, eine habe ich heute geschafft schon mal. Eine Teilquest zumindest. Gut, dann sage ich ciao und bis zum nächsten Part.